Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Deliver the Us the Moon. So, jetzt. Und wir sind gerade dabei, hier diesen wunderschönen Wagen hochzuschieben, um den physikalisch durch die Wand knallen zu lassen, damit wir in den Kontrollraum kommen. So, und Alex hat uns natürlich tatkräftig dabei geholfen. Pass auf. Kratz doch deinen Nacken. So. Genau, jetzt können wir das Ding hier durchschieben. So. Da lang. Und guten Flug. Dong. Sehr schön. Und da ist das Kontrollzentrum des Reaktors. So, ich bin sehr gespannt, ob die zwei, die wir mit diesen Hörbüchern jetzt letzten paar Minuten letzten Folge gehört haben, es geschafft haben, die Software. Okay. Scheinbar nicht. Die Software umzuprogrammieren, damit das Ding startet. Krass, da ist ein Zug im Wohnzimmer. So, dann schauen wir mal, was, ob die was erreicht haben. Reaktorkapazität bei 1%. Wir müssen da jetzt rein. Ich habe alles versucht. Alles, was mir eingefallen ist. Denk nach, er überlebt gleich. Moment, sagtest du nicht, MacArthur hat die Sicherung überladen? Warum fängst du jetzt von MacArthur? Alex, isoliere Verschlüsselungssequenz 17B auf dem Raster. Reaktorkapazität bei 0,5%. Ich hab's. Wir sind drin. Was jetzt? Es gibt einen Notausschalter. Reaktor fährt runter. Hat geklappt. Der Reaktor stabilisiert sich. Wir sind noch nicht fertig. Der Reaktor konnte die Energie nirgends hinschicken. MPT-Überladung. Sofort Druck ablassen. Der Speicher fliegt uns gleich um die Ohren. Die Energie muss raus. Wie? Eine temporäre Übertragung könnte... Ah! Endlich Ruhe. Endlich. Der Reaktor, ist der sicher? Ja, aber die Wucht hat die Ausrichtung der MPT-Antenne verändert. Kriegen wir das wieder hin? Die Steuerung ist oben im Turm. Schauen wir erstmal nach, ob noch Helium da ist. Kerl, das haben sie wohl hingekriegt. Der Reaktor ist wohl stabil geblieben. Aber irgendwas scheinen sie danach wohl nicht mehr hingekriegt zu haben. Oh, hier geht's nicht weiter. Komische Worte. Hm? So, ja, vielleicht müssen wir an den Computer haben. So, schauen wir mal. Machen wir mal Diagnose, weil ausgerichtet haben wir sie ja jetzt neu. Nein, wir haben die Ziele nicht gefunden. Ausrichtung der MPT-Steuerung anpassen. Reaktor inaktiv, Helium 3 erforderlich. Das ist Helium 3 aus dem Lager beschaffen. Das scheinen die ja dann wohl nicht mehr hingekriegt zu haben. Ich öffne mal das Lager. Aber warum? Warum hat das nicht mehr geklappt? Oh, da liegt schon ein Leichensack. Vielleicht hat das wegen. Isaac! Oder Isaac? Claire? Sarah? Wer auch immer? Wer liegt da drunter? Hm? Bin ja gespannt, ob wir erfahren, was das damit auf sich hat. Oder ob das einfach nur Dekoration ist. Oh, da ist, Wasser.
Östliche und westliche Einheiten decken die Ost- und Westseite der Tomburg-Anlage ab. Phase 1 ist der 6 in 6 Schritten oder eine Fehlfunktion ist im Reaktor aufgetreten. Sammeln Sie die Tomburg-Mitarbeiter in ihrer Nähe. Widerstand kann mit Gewalt begegnet werden. Huhu, bin absolut notwendig. Westliche Einheiten versammeln die Mitarbeiter im Helium-3-Lager, um alle verbleibenden Kanister in die vorgesehene Einschienenbahn zu laden. Wenn bereit, warten Sie auf die östliche Einheit. Östliche Einheit führt Mitarbeiter zu der Crew-Quartieren und lässt sie in diesen Räumen persönliche Gegenstände auf ein Minimum beschränken. Nur notwendige Vorräte sind auf den Arschen erlaubt. Wenn bereit, Bewegung zur östlichen Einheit. Verladen Sie die Mitarbeiter in eine Einschienbahnheit. Östliche Einheit begleitet sie zur Copernicus-Mondzentrale. Westliche Einheiten teilt sich in der Evakuierungscrew 1 und 2 auf. 1 und 2 eskortieren Helium 3 zu Kop-Moon-Zentrale und evakuieren den Kop-Außenposten und das Reinhold-Stationspersonal. Phase 2 beginnt. Ungefähr 3 Stunden nachdem Tompok-Mitarbeiter in der Kompetenz-Moon-Zentrale angekommen sind, auf MacArthurs Befehl warten. Eine Wasserverschwendung. Dafür würde man auf der Erde morden. Das ist Kühlwasser. Für den Reaktor. Die Rohre müssen geborsten sein. Denkst du, MacArthur hat Helium da gelassen? So unvorsichtig wäre er nicht. Aber schauen wir nach, um sicher zu gehen. Geh schon vor, ich komme gleich nach. Moment, wo willst du hin? Ich schaue mir die Schäden weiter vorne an. Sieh du nach dem Kühlsystem. Bin gleich wieder da. Das ist aber ein Problem, wenn da jetzt überall das Kühlwasser ist. Wie soll man den Reaktor dann starten? Wenn hier das ganze Kühlwasser irgendwo hin ausgetreten ist. Ja, das stimmt nicht. Bei der Menge an Mondgestein, die wir einsetzen, müssen wir viel mehr Helium und 3 fördern. Oh, als das, was wir unsere Teile verwenden können. Es ist, als ob ein Teil des Heliums nicht registriert wird. Aber das widerspricht jedem Protokoll, das ich kenne. Wieso wurde das Lunarad zulassen? Ich muss zugeben, dass die Zahlen nicht stimmen, aber lass uns keine übereilten Schlüsse ziehen. Dr. Johansen würde nie zulassen, dass etwas das Energiesignal des MPT gefährdet. Ihm ist die Erde zu wichtig. Er hat noch Familie da unten, so wie die meisten von uns. Es ist mit Sicherheit ein Missverständnis. Tja. Wohl eher nicht. Vorsicht, Batterienkapazität ist beschränkt. Sollte sie voll sein, aktivieren Sie nicht den Reaktor. Das System stößt überschüssige Energie gewaltsam ab. Das Wasser tiefer? Nee. Oder? Ja, so. Stückweise. Manchmal mehr, manchmal weniger. Heliumlager. Was ist das? Na gut. Wir haben einen Computer, das ist bestimmt gut. Türen öffnen. Dann ist jetzt C5 für Reparatur markiert. Okay. Achso, hier lagern wir das Helium ein. Oder? Wenn diese Dinger hier rein. Und der Reaktor nimmt sich das dann. Und was hat er gesagt? Irgendeins ist kaputt. Leere Helium-3-Behälter. Im Laufe der Jahre wurden inoffizielle geringe Mengen an Helium-3 aus der Tombok-Anlage an einen unbekannten Ort gebracht. Langsam aber stetig sammelt der Lunarad eine beträchtliche Menge an Helium-3, um Treibstoff für die Outward-Reise zu haben. Als Tombok evokiert wurde und MacArthur für die Ausrichtung des MPT in der Copernicus-Mondzentrale änderte, was zu Blackout führte, blieb nur eine geringe Menge an Helium-3 im Reaktor übrig. Wären Sarah und Isaac nicht gewesen, als das Helium-3 zu Neige ging, hätte der Reaktor einen dauerhaften und irreparablen Schaden erlitten. So, aber was hat sie daran gehindert, das aufzuladen? Boah, das muss jetzt schwer sein zu schieben.
das brauchen wir jetzt hier, um da hoch zu hüpfen. Ah, schau mal da. Was haben wir denn? Ah. Startet wahrscheinlich hier die. Generell die Maschinen mal. Oh. Man kann auch das Leben unnötig schwer machen eines Spielers, oder? Ich meine, ich mag so Rätsel, aber das hier ist doch unnötig. Wahrscheinlich haben wir irgendeine Zeit oder sowas. Weshalb wir hier dann herausgefordert werden, die Kiste hier schnell rüberzuschieben. Na gut. Schauen wir mal. So. Packen wir das Ding mal da rein. Damit es mal Licht wird. So. Aha. Ja. Aha. Ja, wunderbar. Ja gut, dann ziehen wir wieder mal den Strom raus. Nein, nicht wieder reinstecken. Wieder raus. Vielleicht gibt es einen Kurzschluss. So, hier hinstellen. Fallen lassen. Hi. Das ist ein Knopf. Hätten wir den aber einfach drücken können? Ich weiß es nicht. Was hat es denn hier mit diesen Dingern hier auf sich? Das sieht so ein bisschen aus, als könnte man hier irgendwas machen. Aber kann man nicht, gell? Muss ich... Ja, das kann ja nicht sein, dass ich hier dieses Ding... hinstellen muss, dass ich hier rüber hüpfen kann, oder? Na, um Gottes Willen, das glaube ich niemals. Na. Stimmt, ist da der Knopf für uns zuständig, den ich jetzt hier halt nicht gesehen habe. Kannst du ja nicht hoch so. Das Rauskommen ist wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Okay. Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht dann doch mit dem hier. Vielleicht müssen wir mit dem hier irgendwas hier drüben machen. Mal gucken. Systeme gesperrt, bitte neu starten. Warte mal. Die Tür war vorher nicht offen. Da wird das Signal schlecht. Hä? Ich habe keinen Schimmer, was wir tun müssen. Ich, ja, so weit hüpfen kann da nicht. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Also ich kann es drehen, wie ich will. Ich komme hier nicht raus. Oder? Ja gut. Ja, das könnte vielleicht gehen. Oh, das ist aber auch ambitioniert hier. Aber das könnte gehen, ne? Wenn man hier so mit Anlauf
Ja, das geht. Ja. Das kann funktionieren. So. Muss natürlich so stehen, dass wir auf beiden Seiten hochkommen. Ja, das geht. Das müsste gehen. Wir dürfen halt nicht aus Versehen daneben treten. Oha. Oha. Ja. Oh, so einfach war es wieder. Ich habe wieder, glaube ich, einfach zu kompliziert gedacht. So. Okay, was haben wir hier? Systeme gesperrt. Bitte neu starten. Alle Systeme einmal bitte neu starten, meine lieben Damen und Herren. Aha. Neustart erfolgreich. Systeme nicht im Sollzustand. Oh. Und jetzt? Und jetzt? Ach, seht ihr das? Oh, da ist ganz kurz der Strom weg. Und dann kommt er wieder. Aha. Sauber. Was werden wir wohl tun müssen? Den Container hier rüberschieben, ne? Drauf hüpfen. Oh! Oh! Okay, wir haben mehr Zeit, aber lieber nur mal sicher. So, okay. Auf geht's. Zack. Nein, was macht er denn so lang? Aber man hört es auch so bis zu... Macht's dann, ne? Boah, das ist schon ein gutes Spiel. Ich mag sowas voll. Scheiße! Entschuldigung. Ich schreibe wie ein Mädchen. Oh mein. So. Herrlich. Okay. Was ist hier los? Kann man durchgehen? Aha. Schauen wir mal, ob wir hier was haben. Was ist das? Danke für die persönliche Malerei auf meinen Anzug. Ich liebe sie. Genieße meinen Teil der Vereinbarung. Es war einfach nicht einfach zu finden. Malerei. Wollen wir gerne mal, ne? Warum nicht? Da ist was zu. Hier ist... Ah, schau mal hier. Der Zug soll wahrscheinlich hier durchknollen. Das machen wir auch gleich. Aber wir schauen uns erstmal um. Was haben wir hier? Leuchtende Computertastaturen. Schauen wir uns erstmal auf der anderen Seite um. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da! Bleib da! Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Sarah, es ist für Kathy, okay? Sie wartet, sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei, wir haben drei Archen für Outward konstruiert. Ja, die sind fort. Nein, am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche, gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah, mit oder ohne NPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Kathys Heimat.
Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Ich hab's kommen sehen. Was? Du musst das verstehen. Ich muss los. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein! Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Oh, Sarah, was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Tut mir leid, Kathy. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Was da? Nein. Sarah? Sarah? Es ist okay. Ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Alex. Das hier muss niemand sehen. Tja, ich hab's gesehen. Boah! Harter Tobak. So ein Penner, ha? So ein Egoist. Marcel hat einen ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der Einschienenbahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde. Mit verheerenden Auswirkungen auf Teile des Gebietes. Wochen später zeigt das Terminal zusätzlich ungewöhnliche Aktivitäten auf. Ich bin mal gespannt, ob Isaac dann weiterhin versucht hat, irgendwie zu Kathy zu kommen, oder... Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, da ist jetzt noch ein volle Helium-Dings, die wir benötigen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo noch was finden, wo wir rein können, aber ich sehe hier jetzt so nichts. Da ist zu. Da geht's hoch, aber nur so rum. Da ist nichts Besonderes. Da kommen wir überall auch nicht rein. Na, warte mal. Nee, da geht nichts. Hier geht's hoch, aber das schafft man nicht von der Höhe her. Okay, aber jetzt können wir auf jeden Fall hier mal das hier aufschießen. Vielleicht. Aha, wir müssen da drauf kommen. Hier bräuchte man so eine Energiekapsel.
von der anderen Seite. Ah, da wäre eine Energiekapsel drin. Okay. Also müssen wir irgendwie einen Weg da reinfinden. Jemine. Okay, auf jeden Fall ist da auf der Seite so eine Lüftungsschläuche. Schleuse. Da ist alles zu. Gut, er könnte jetzt hier oben lang, ne? Schauen, was hier ist. Vielleicht... auch nicht weiter. Schauen wir mal. Zurück können wir ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, gell? Keinen Fall mehr hoch. Also muss irgendwo hier muss es weitergehen. Aber ich sehe noch nicht den Lösungsweg. Da kann er ja nichts machen. Da ist das Lager, da müsste er irgendwie reinkommen. Ich sehe nun keinen Eingang. Ich bin sichtlich verwirrt. Ja. Hä? Warte. Kommt er wahrscheinlich da durch? Eine hier. Hä, jetzt geht's plötzlich. Hä? Die Tür. So, auf jeden Fall, mit dem kommen wir auf die andere Seite. Toll. Manchmal echt zu verzweifeln. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier diese schöne Kapsel, die wir benötigen, um da diese eine Stelle mit Strom zu versorgen. So. Nein, damit. So, das ist, glaube ich, eine Aufgabe für dich, nicht für mich. Warum nicht? Man verlangt doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich da durchgehe. Oder was ist das hier? Ach so, okay. Okay, also hier ist auf jeden Fall der Container. Aber da komme ich ja nicht durch. Nee, da komme ich nicht durch.
besten Willen nicht. Was, wenn ich das wieder rausnehme? Nein, nicht wieder reinstecken. Aber wenn wir den Hebel umgelegt haben, bleibt wohl die Tür trotzdem offen. Ach so. Es ist aber die hier zu. Ach so, vielleicht kann ich jetzt den Hebel wieder umlegen? Nee. Oder da ist ein Timer. Schauen wir mal ganz kurz. Oder da ist ein Timer, man muss einfach nur schnell sein. Oder auch nicht. Naja, geht einfach das Tor zu wieder. Wie soll ich da durchkommen? Oder ich muss üben. Ja, guck mal nicht durch. Oder doch? Vielleicht hier so Mitte? Nee, das sprüht doch über, oder? Aber es würde gehen. Also ich komme hier tatsächlich. Alles, da kann ich mir das jetzt hier auch nicht erklären, ne? Aber das würde doch voll übersprühen, oder? Und da sind ja auch noch Laufbänder. Aber ich vermute hier Mitte durch, dann links rum. Ich glaube nicht, dass wir hier rechts, links vorbeikommen. Sollen wir es probieren? Aber, okay. Zum Glück sterben wir nicht sofort. Okay, dann warte ganz kurz, bis wir uns wieder erholt haben. Und dann haben wir sozusagen einen neuen Versuch. So, also ich würde jetzt sagen, Mitte durch und dann links rum. Hebel vorher nicht vergessen zu ziehen, ne? Wir können natürlich auch einfach versuchen, durchzusprinten. Okay. Aber immerhin halten wir auch mehr aus. Ja, also es muss nicht. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Schläge gekriegt. Okay. Also nochmal. Jetzt lauf! Was ist denn jetzt das. Warum ist der denn jetzt nicht weitergelaufen, der. Bock! Ha? Warum ist er denn nicht weitergelaufen? Der ging doch super. Ey, der wäre da so geil links durchgekommen, ja? Also wirklich. Dürfen nicht links durch. Krass, da ist eine unsichtbare Wand, damit wir da nicht durchgehen links. Was ist das für ein Käse? Also, das finde ich scheiße. Bin mal ganz ehrlich, das finde ich scheiße. Das ist eine unsichtbare Wand. Also, genauso wie mit den übers Geländer hüpfen, ja. Also, da. Hä? Ich komme da nicht durch? Ja, wieso komme ich denn da nicht durch? Das gibt's doch nicht. Es wird wieder zu viel des Guten, ey. Aber wieso zur Hölle komme ich denn da nicht durch? Das gibt's doch nicht. Oh, wunderbar durch. Kann ich den hier mit dem Roboter so ein bisschen beiseite schieben? So, warte. So. So, und dann hier stehen bleiben.
Ne, ne, hä? Also ich komme da nicht durch. Geht nicht. Man lässt mich nicht durchlaufen. Warum? Das gibt's doch nicht. Vielleicht, weil ich einen Stromschlag krieg. Na, wenn... Ich meine... Ja, aber... Geht ja auch vorne. Vor allem, das ist hier so eng, da kommt man doch echt nicht... Kommt da nicht durch? Nee, geht nicht. Ja, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge. Sowieso. Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt halt einfach probieren und schauen, dass ich durchkomme. Wenn ich durchgekommen bin, starten wir die nächste Folge. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt.